Howdy und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Wir spielen den Ranch Simulator. Ja, und damit erstmal, tut mir leid, dass in letzter Zeit wenig Videos von mir kamen. Aber, naja, eigentlich erzähle ich das immer wieder und es stimmt leider auch. Die Arbeit ist halt, ne? Oder die nagt an der Müdigkeit, sage ich mal so. An der Motivation. Zu anderem ist es natürlich auch aktuell so, ich habe gar keine Ahnung, was ich spielen soll. Bis ich jetzt Range Simulator, ne? Also bis dato wusste ich halt nicht, was ich spielen sollte, weil LS19. Nicht mehr jetzt kurz bevor der neue Teil vor der Tür steht. Zu anderem war ich auch gesundheitlich angeschlagen. Bisschen erkältet und so und ja. Aber gut, nichtsdestotrotz spielen wir heute den Ranch Simulator, die Einführung. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Korb im Nacken, los geht es. Und Bewegung, ja. First Person. Tür auf. Haben wir hier? Brief lesen. Mein liebes Enkelkind, wenn du diesen Brief liest, hast du dich bereit erklärt, meinen letzten Willen zu erfüllen und unsere Familienranch zu übernehmen. Sie ist etwas verwahrlost, da ich keine Zeit und Gelegenheit hatte, mich um sie zu kümmern. Ich habe dir im Haus auf dem Dachboden ein paar Dinge hinterlassen, die dir behilflich sein werden. Ich glaube an dich. Oh, das ist aber nett. So, Questlog, ja, brauche ich jetzt nicht. Finde das Zelt. Das Zelt ist da. Probieren wir mal aus. Wir speichern gleich. Ja. Falls ihr denkt, warum ich die Hinweise wegdrücke, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe mir reichlich Videos angeguckt. Da ich, ja, wie soll ich sagen, anfangs nicht überzeugt war vom Spiel, wo ich wieder gedacht habe, es ist bestimmt irgendein Early Access Titel. Aber doch mittlerweile habe ich doch sehr Gefallen gefunden, nach und nach und nach den ganzen Updates und so. Wo ich gesagt habe, yes, ich gebe mir das Spiel jetzt. Daher. Aber die Anfangsquest habe ich noch nicht gesehen. Also, das ist für mich alles Neuland. So gesehen. So. Radio. Ach, lass dudeln. So. Gerne das Hindernis. Da. Ich frage mich, wie lange diese Ranch schon unbewohnt ist. Ich glaube nicht erst seit gestern unbewohnt sein. Uhr öffnen. Ui. So, was liegt hier? Nimm diesen Revolver mit. Im Wald gibt es viele wilde Tiere, die dir Probleme bereiten können. Ich habe etwas Geld und Munition hinterlegt. Noch eine Sache. Du wirst ein Auto brauchen. In der Werkstatt am Eingang der Ranch steht ein altes Nutzfahrzeug. Du kannst es mit Ersatzteilen, die du hier findest, reparieren. Viel Glück. Alles klärchen. Ach, hier kann ich. Okay. Ob ich hier schlafen möchte, ich weiß nicht. Vor allem ist ja die Frage, ihr wird es auch bestimmt Schimmel geben, ob das so gesundheitsfördernd ist. Aber schön, dass das Radio läuft. Jetzt kann es auch raus. Gibbel, kommen wir hier raus? Ja, bestimmt mal eine Trennwand zwischen, weil ansonsten habe ich keine Idee, warum man eine Doppeltür einbaut hier.
So. Aber hier haben wir schon einen Sitz liegen. Und dann sprinten wir mal rüber zur Werkstatt. Garage. Ui. Gebaut. Sehr schön. Öffnen. Nee, so. Ja, zack. Da liegt der Tank. Noch ein Reifen. Fallen lassen. Was haben wir hier? Hänge. Ganz wichtig. Nicht da irgendwas noch in dem Schuppen drin. Da. Sehr schön. So, Kanister. Immer so holen. Sehr schön. Denn donnern wir mal zur Tankstelle. Achso, Motor an. Düsen wir mal los. Oh. Gott, die Steuerung. Okay, also die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Könnte man ja ein bisschen verbessern? So. In. Ne, die ist zu. Okay. Dann. Zapfpistole. Das muss so. Und dann lassen wir mal. Einfließen. Ist aber auch schön, ne? 1 Liter, ja, Benzin, oder was das ist, für 1 Dollar. Oh, wenn das bei uns so in Deutschland wäre mit 1 Liter 1 Euro. Das wäre schön. So, ist auch voll. Ja. Gut, wo sollen wir jetzt hin? Sprich mit der Immobilienmaklerin. Okay. Oha, Handbremse funktioniert. Handbremse funktioniert wirklich sehr gut. Ja, schwer am Arbeiten.
Hallo, bist du zufälligerweise der neue Besitzer einer der Ranches in der Nähe? Jo, ich bin's. In diesem Fall möchte ich dir die Bauanleitung geben. Dieses Buch wird dir helfen, deine Ranch wieder aufzubauen. Denk daran, dass das Bauen nur auf dem Grundstück deiner Ranch erlaubt ist. Fahren Sie fort. Das ist alles, was ich dir sagen wollte. Viel Glück mit deiner Ranch. Vielen Dank. So, da kriegen wir nochmal angezeigt, wie das mit dem Buch geht und so. Finden wir schon heraus. So, wen haben wir denn da? Hallöchen, Herr. Willkommen. Hier kannst du ein Auto kaufen oder es anpassen. Alle Neukunden bauen wir für nur $10 Radius in ihre Altfahrzeuge ein. Fahr einfach in die Werkstatt und hinter dem Gebäude und baue das Radio ein. Wenn du ein Fahrzeug kaufen willst, benutze den Computer vor mir. Fortfahren. Auf Wiedersehen. Können wir eigentlich mal kurz reinschnuppern, ne? Gut, so ein Ding haben wir ja. Kriegen wir zwei Fergels mit. Alright. Ein Pickup. Nein, 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 nein. Wollte ich nicht. 1600. Schade. Zwei Schweine oder ein Schwein und eine Kuh? What? Krieg ich gar nichts. Kleiner Pickup ist das. Ui, der sieht schon besser aus. Eine Mule aus GTA 5. Spaß. Die Limousine. Satya, oder? Hätte ich mal behaupten. Geländewagen. Nice. Okay, es gibt ja schon ein paar schöne Fahrzeuge, aber mit unserem aktuellen Geld wird das wohl nix. Schnellplatte? Ich glaube, die brauchst du nicht mehr, Kumpel. Oh, guck mal, da ist noch ein Van. Den will ich haben. Gibt's vielleicht bald. Habe ich aber irgendwo mal auf Bildern gesehen, dass es sowas gibt. Naja. Hier ist so ein Geländewagen. Oh, ist zum Jagen. Ein paar Sachen kriegst du auch im Auto oben rauf, Fleisch und so. Ja. Kann man machen. So. Wo sollen wir jetzt? Achso, in die Werkstatt sollen wir. The Pimp My Ride. Radio. Upgraden. Und bis. Oh, $200. $250 Reward. Nice. So, wo sollen wir jetzt hin? Baumarkt. Baumarkt war dann. Oder ist dann, sagen wir es mal so. Weiß nicht, was ich ja noch cool finden würde, wäre KI-Verkehr. Kommt vielleicht ja noch, weiß man ja nicht. Aber geht's hier rein? Also. Palim, palim. Schön, dass so eine Geschäft hat. Oh, cool. Na, Rasen. Oral. Was ist das? Stromgenerator, würde ich sagen. Verstanden. So. Eine Axt, eine Brechstange und die billige Tischsäge. Ach, hier kann man sich auch Holz kaufen. Vielen Dank für Ihren Einkauf. So. Brechstange. Axt. Ui. Fest abgeschlossen, nochmal. So, sprich mit der Verkäuferin. Okay. Was für eine Verkäuferin? Da hinten. Laden wahrscheinlich, ne? Aber jetzt rechts und links. Run.
Das Geile ist ja so, ich habe das ja schon ein paar Videos von anderen YouTubern gesehen. Man kann ja auch quasi seine Häuser selber bauen, also richtig selber, keine vorgefertigten Häuser, sondern so einzelne Wände, Fundamente und so. Ich habe schon so richtig geile Ideen, was man bauen könnte. Das ist fürchterlich. Weil man wird das anfangs eh erstmal nicht bauen können. Weil wahrscheinlich das nötige Geld dafür fehlt. Bis 9. Okay. Hallöchen, die Dame. Oh, was hier? Schallplatte. Willkommen. Um einen Einkauf zu tätigen, benutze das Terminal im nächsten Raum. Gekaufte Objekte finden sich draußen. Weitere Informationen zu Nutzen findest du in dem Glossar. Heißt das Glossar? Ich denke mal. Um Objekte zu verkaufen, platziere sie im Bereich neben mir und bestätige den Verkauf über das Terminal. Muss ich mir das jetzt so vorstellen wie so ein Roboter? Okay, ich will jetzt das Gespräch beenden. So, ich hab's beendet. Terminal. Eierkorb und 2 Hühner soll ich kaufen. Ah, alles klar. Wir kaufen ein weißes Huhn, ein schwarzes Huhn, Eierkorb. Elektroschocke. Mensch, was es hier nicht alles gibt. Milchkanne. Okay, krass. Komm her. Oh. Bleib sitzen. Oder stehen. Du, mitkommen. Guck nicht so. Krieg das ein neues Zuhause. Und zwar den Choppen. Zack. Eierkorb. Best. Zack. Bombe. Sitz wackelt, hat Luft. Alles klar. Und damit, Freunde, soll es das mal für die erste Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's hier weiter mit dem Tutorial. Habt euch wohl. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo würde mich sehr freuen. Bis dahin. Adelan. Tüdelü.